Ah, jetzt sind wir drin. Das ist cool. Was zur Welt 8-4? Oh, das war aus Versehen. Nicht schlecht. Ja, aus Versehen ist immer eine gute Idee. Ja. Oh, hallo. Also die Goombas. Vielleicht, vielleicht mal zwei Hammer einsetzen. Dann klappt man schnell das. Ja, ist klar. So. Dann mach schnell. Eins, zwei, drei. Die ganzen Geräusche echoen. So ein schönes Echo. Was für ein Echo? Immer wenn du springst, so. Das höre ich gar nicht. Okay. Ja, es, die Splitter haben immer irgendwelche Probleme. Es kommt nie ganz alles Sound durch, da man so schön von dem Bass nicht gehört. Die Goomba-Garte können wir eigentlich abgeben. Eben das, der Hinweis mit dem Toad im Karmesinturm ist, falls du nicht weißt, welches Ding du benutzen musst, wahrscheinlich. Ja, ziemlich sicher. Ich meine, dass für ziemlich jeden Boss so ein Dings braucht, den man braucht, aber wirklich auch braucht. Ich finde es cool, wie das dreht. Weil halt auch, weil es nicht gerade läuft, siehst du? Ja. Okay. Was tönt nicht gut? Das tönt nicht gut. Was tönt nach dem Bowser? Oder einfach ein... Morton! Dem Kollegen. Morton. Ich habe auch einen Kollegen, scheiße, ein Kollege, der heißt Morton. Morton! Warum Morton hier sein? Oh ja! Großen! Großen Mahlstern! Großen Mahlstern finden! Sofort finden! Schnell finden! Hast du gehört? Großer Mahlstern! Ach, bestimmt meint er den großen Farbstern. Da muss er sich wohl auf diesem Turm hier befinden. Nicht so hoch da. Aber warte mal. Woher will der Typ eigentlich wissen, dass der große Farbstern hier ist? Und wer war der Typ eigentlich? Ja, Morton, hast du nicht gehört? Hat seinen eigenen Namen groß abgeschrieben. Ups. Da habe ich auf den anderen Bildschirm geschaut und dann war da plötzlich ein Gegner. Ey, schau mal. Damit, also mit dem Hammer kannst du gegen den Schildgeil nichts anrichten, nehme ich mal schade. Ja, können wir gerade mal ausprobieren. Sortieren. Was machen eigentlich diese Helme? Nein, ich glaube, mit den Blumen kommt man nicht dagegen an. Mit dem Hammer wahrscheinlich auch nicht. Aber mit dem Hammer das ist das Richtige, oder? Was? Oh! Müsste eigentlich. Ah, oh, fuck, der hat das Ding, die Dings kaputt. Ich glaube. Das muss ich beeilen. Mach zwei, dann kannst du gerade beide killen. Weil mit dem kannst du nicht dann beide haben. Mit dem kannst du. Nimm noch den zweiten, genau. Schnell. Ich weiß nicht, ob er nicht einfach behaltet, die Karte allgemein. Eins. Nee, du kannst die Karte schon zurückbekommen. Okay. Die Karte ist jetzt zurück, das ist gut. Ja. Autsch, das war zu spät. 10 Schaden! Ja, das ist ein ziemlich brutal, wenn du nicht aufpasst. Ziemlich brutal. Es ist ein verdammter Schei, geil. Das ist der Standardgegner in dem Spiel. I guess he's pretty fly, guy. Wow. Jetzt komm doch mal! Perfekt. Ja, die Münzen in Farben, na, ich will sie mir holen. Oh ja. Das ist aber langsam. Farbe an der Wand. Perfekt. Nice. Spring bringt. Schade, das Spring bringt nichts. Nice, das bist du. Was machst du? Das Spring macht dich nicht schneller. Eigentlich wäre es ja realistischer, wenn du schneller weiß sein willst. Yes. Naja. Das ist auch ein neues Spiel. Wer gibt einen Scheiß darauf? So. Wir? Ja, stimmt, wir. Ja! Okay! Chill the fuck out! Okay! So. Jetzt einmal, zweimal kann ich. Jetzt wird's langsam kompliziert. Ja. Springen, nämlich einen Dreifachsprung. Nee. Sonst springst du auf den dritten drauf. Du wirst auf den dritten drauf springen und das Schaden machen. Okay, dann nehme ich in.
Vielleicht ein Schild geht nicht. Ein Stiefel und zwei. Ein Stiefel und ein Hammer. Stiefel und ein Hammer. Ja, wenn du mit dem Hammer. Dann kannst du mit dem Hammer den letzten Hälfte schon schaffen. Ah! Du musst immer schnell reagieren. Ein Tuchhammer. Ja, okay. Mach. Haha, ich hab deine Karte! Exzellente. Perfekt, so. Tschüss! Tschüss, Karte. Und für auch tschüss, Gegner. Das geht auch. Ja. Geht aber es ist so, wenn er da dann Dings klaut, muss er mega mühsam sein. Ja, das ist. Aber ich glaube, vielleicht haben sie auch gearbeitet, dass sie keine Dings klauen können, sondern nur die Dings. Doch, seid ihr schon die Dings-Kopie? Ja, aber die Dings-Kopie ist nicht das Dings. Nein, ich Vollidiot! Aber wenigstens habe ich den einen Schaden geblockt. Ja. So. Hey, spring doch mal! So. Endlich. Ja. Da kommen ja noch mehr! Ja, klar! Hört ihr eigentlich mal irgendwann auf? Ja. Die werden einfach aufgeschluckt quasi. Ach, sind immer die gleichen. Ja. Aber ja, geht trotzdem, versucht trotzdem mal weiter zu gehen. Na, ist nicht so einfach wie es aussieht. Farbe! 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 Ja, wenn du seitwärts gehst, ist es bestimmt nicht so einfach. Gut, und jetzt gehen wir da auf der anderen Seite weiter. Genau, jetzt so. Oh, guck mal. No, 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 no. Ja. Lol, aber hier, können sie, aber hier sehen sie mich einfach nicht mehr. Sorry, ich finde... Nein, sie haben einfach bestimmte Range. Mal gucken, wie weit ich die treiben kann. Nee, es ist immer genau da. Schau mal. Ja, sind wir genau da. So. Hau ich ihm einfach mal eins auf die Birne. Ich würde sagen, dreifach haben wir, ist gut, oder? Ja, ich suche gerade ehrlich gesagt, ob wir noch. Ups. Naja. Dann halt. Oh. Nein! Ja, es ist immer das, was in der Mitte ist halt. Aha, okay. Ich dachte, das, was ich antippe. Nee. Haben wir noch einen Cooper? Glaub ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nein. Feuerhammer? Würde ich noch nicht einsetzen. Das will ich für den Boss. Eine Feuerblume. Ja, Blume ist gut. Also, man hat trotzdem, man denkt, oh, man trinkt trotzdem ein bisschen strategisch über das Ganze nach, muss ich sagen. Ja. Ach, das sind nur gewisse farbig. Ja, weil du nicht alle eingefärbt hast, quasi. So, das hat sich erledigt. Exzellent. Perfekt. Perfekto. Perfekto. Jetzt. Farbe. Rote Farbe ist sehr wichtig. Ja, rot. Ja, stimmt, rot kommt extrem oft vor. Hm? Guck mal. Das ist der Morty. Ja. Wie heißt der eigentlich? Morton? Ich dachte, der heißt Morty. Der heißt Morton. Ah, auf Englisch heißt er Morty. Auf Englisch heißt er auch Morton. Ja. Das siehst du ja raus. Was? Ja, siehst du raus, siehst ja. Du? Aber nicht nur da, sondern auch die Fenster. Aber er hatte zwei Fenster und ist trotzdem durch die Wand gesprungen. Ja. Gehen wir mal weiter. Dumm. Ist das eine First Person? Ach, schade. Wow, was ist das denn? Was zur Hölle? Ich würde sagen, geht's erstmal ra. Ja. Close enough. Merkst du ganz oft. So, ein Doppelsprung. Ja, dann ist das doch. Dann, nein, ich möchte es gerne noch zurückbringen, das haben wir noch nie. Stimmt. Ein paar von den. Das ist so nicht rot. Feuerblume. Eisblume. Ja, ich suche die Eisblume. Ja. Das kostet aber über ein Viertel. Ah, jetzt habe ich. Ich hab dich konzentriert.
Ein Schuh mehr. So wird ein Schuh draus. Ja. Wow. Gleiches Level wie das rechtliche Spiel. Vielleicht noch die Farbe holen, die wir brauchen eigentlich. Ja, ja, ja. Mit dem Farbhammer zu schlagen, weil sonst geht die ganze rote Farbe weg, die wir eigentlich brauchen. Wieso rot? Ja, es wird aber immer willkürlich eine Farbe. Oh nein, oh nein, oh nein. Kamek. Kamek. Was macht er jetzt? Es klaute mir alle Karten und ich habe nur noch. Oh, Zufallskarten. Scheiße. Scheiße. Ich habe keine einzigen keine einzige Karte mehr. Doch, doch, du hast alle Karten noch, aber du kannst aber keine Ahnung, was sie ist. Aha. Stimmt. Zwei. Ich hätte einfach zwei einige, aber es ist. Ich sehe keine Farben mehr dafür, es sind Leute. Nein, ist nicht. Nein. So. Das war so. Ja einfach. Viel zu einfach. Ja, wir haben im Moment auf 300 Münzen. Danke! Ich dachte schon, wir haben zu viel ausgegeben. Ah ja, das ist ja gut. So, und das ist. Wow! Humba-Stapel. Ja, geh vielleicht auf die Seite statt in der Mitte. Aber ich will ja nicht dagegen kämpfen. Was? Okay, dann lauf einfach noch rein. Jetzt gerade auseinander gesprungen. Ja. Blum. Spring drauf. Spring einfach drauf. Ich frag mich, ob ich so hochkomme. Ja, kann ich schon. Den abgenutzten Sprungbach. Also den dreifachen Sprungbach sicher nicht. Das ist ein Gegner. Ja, aber ich glaube, da hat mehr Leben als ein. Okay, springen kann man dann nichts machen. Bitch slap. Ups, 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 ups. Hammer vielleicht? Die Musik! Ein Hammer weniger. Ja. Es war viel zu einfach. Aber man muss halt auch zuerst wissen. Im nächsten Kampf, als erstes muss ich mich holen. Ja. Halt. Wow! Wow, den haben wir nicht gesehen! Ich kann da flüchten, weil wir haben was kein. Zieh mal so einen Pilz an. Setz beide ein. Da gibt dir Farbe. Du One Up Pilz gibt dir Farbe, komischerweise. Macht echt null Sinn, aber. Ja, doch, im Sinn vom Spiel gibt's so einen. Nein, der normale Pilz gibt eben. Ja, aber der One-Up-Pilz gibt ja Farbe. Das macht für mich keinen Sinn. Es gibt ja keine Level. Ja, es gibt ja. One-Up-Pilz gibt ja auch keine Level, sondern gibt ja Leben. Eigentlich müsste der Hammer am meisten. Ja, aber was war schon Sprünge überhaupt noch? Ich habe noch nie Kahoma eingesetzt. Doch. Huchhammer. Du hast mit Kahoma schon eingesetzt und eigentlich gefällt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Boink, boink, boink. Excellent. Das ist das Einfachste vom Spiel und ich finde das eigentlich recht schwer. Sie machen auch wenig Schaden, wenn sie nicht anpasst. Ich drücke einfach zu. Sie fallen so langsam. Du brauchst keine zwei Hammer an sich. Du wirst wahrscheinlich deinen Hammer. Okay, ja. So. Ja, aber ich find's trotzdem, ich find's auch wenn's mit dem. Siehst du es dann nicht getroffen haben, oder? Auch wenn es mit dem. Mit der normalen Steuerung umständlich ist, finde ich es jetzt halt immer noch angenehmer als mit dem Pad, wenn man durch alles durchswitchen muss. Ist das? Ja, ohne Farben ist es ziemlich wenig. Ja. Items ohne Farbe sind komplett völlig schwach. Hab ich auch schon bemerkt. Ja. So. Jetzt ist eine verschwendende Farbe. Vorher ist keine. Klappe! Ich weiß es. Das heißt nicht, dass ich es nicht machen kann.
So, jetzt haben wir wenigstens wieder volles Leben. Ja, volles Leben haben wir noch schon lange nicht mehr. Der folgt mir! Button Mash activated. Hm? Was? It was not very effective. Ja, nicht wirklich. Probier's nochmal. Spiel, wenn ich das nicht fürchte. Samuel, use Button Mash. Jetzt hat's geklappt. Critical hit. Wow, jetzt sind ja zwei. In der Mitte kannst du durch. Aber ganz ehrlich, ich finde die irgendwie cool. Eigentlich muss ich noch einmal mit einem normalen Hammer drauf fahren, oder? Ja. Weil vielleicht geben die wieder Karten, wie die anderen. Ja, vielleicht haben wir jetzt beide. Nee, okay, nicht. Okay. Das wäre noch cool gewesen, wenn jetzt andere Sachen zu bekommen. Vorher weiß ich so manchmal. Irgendwie 5 das Mal hatten. Mhm. Wir haben irgendwie schon 20 das Mal hier. Los geht's! Perfekt. So sehen wir es gerne. Ah, bald. Guck mal. Das ist eine normale Karte. Die Kämpfe gehen jetzt recht schnell eigentlich. Ja. Eigentlich fast schneller als die mit 3 Gumbas. Ja, es ist so, wirklich. Es geht auch sicher auch ziemlich schnell. Streckt euch. Und rennt. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und tot. Mein Gott, die verbrennen ja. Das sehe ich auch erst jetzt. Die Armen. Das wünsche ich ja trotzdem niemanden. Ey, wieso so viele Ge... Das sind im Boss-Turm. Ja, aber es sind Hammer mal 2 K. So, hier brauchen wir die Sprünge, oder? Yep. So, was ist jetzt am gescheitesten dafür? Auch 2 Sprünge. Büßer, 2 Sprünge. Nein, du sollst kein Ding sein. Einfach 2 Einfachsprünge. Das wäre mir lieber, dass ich das benutze. Weil, sieh mal, die Farbe, die es benötigt, ist genau gleich viel. Ja, okay, stimmt. Das ist einfach die rote Farbe anstatt. Ja, vor allem mit so ist es jetzt. Du hast das schon gut gemacht. Aber trotzdem recht wenig an Schaden angerichtet. Perfekt. Perfekt. Oder eben, das Spiel eben leider nicht perfekt. Ja. Nach oben mit der Karte und jetzt einfach noch ein bisschen drauf rumreiten. 1. Dumm, dumm, dumm. Da. Button Mashing intensifies. So. Nochmal von denen. Oh. Langsam ist kompliziert. Ich glaube, die wollen einfach, dass ich paar Gegnerkarten bekomme. Ja. Dreh mal die Kamera ein bisschen schneller. Soll ich sie angreifen? Nee. Kommst du ziemlich einfach dadurch. So. Jetzt sind wir auf dem obersten Stock. Ja. Auf dem obersten Stock. Oh. Auf. Obersten Stock. Obersten Stock. Ah, guck, das geht mir nur noch. Das Level ist lang. Da oben hast du ja einen Toad. Wow, ich dachte, der bleibt liegen. Der ist so schnell wieder aufgestanden. Oh shit. Ja, langsam wird's kompliziert. Ja. Also das gefällt mir, das ist jetzt so. Das muss ich aber schnell machen. Was sagst du? Was ist das Gescheiteste? Hammer und. Ne, Hammer nicht, fuck. Beim ersten müsste ich hier mal springen und beim zweiten. Oh, jetzt erstmal eine Feuerblume. Ich will einfach kurz wissen, was passiert. Oh Gott, weißt du, nur ein Schild und sagt das auch. Ist wahrscheinlich. Ah, nice. Ah, es geht ja trotzdem. Was ist denn das Schild? Wahrscheinlich den Hammer. Au. Weißt du, der kann schlürfen, aber schlägt dich trotzdem. Setz den Powerkuppe ein. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wahrscheinlich reicht. Ich glaube es nicht. Ja, aber ich kann es mal probieren. So.
Ja, okay, doch. Ja. Sind wir so zuerst gefahren ohne Farbe und dann tot, das finde ich so genial. Nicht tot, tot. Wow. Die Schwitze werden mit der Zeit auch nicht besser. Nope. Das Spiel dafür schon. Ja, ich würde sagen, es ist auf dem gleichen Level. Ich weiß, oh, ja, ich weiß. Ich glaube es nicht, dass es aktuell gerade besonders viel besser ist als am Anfang. Nee, ist nicht. Das ist schon auf dem gleichen Level. Einfach die Kämpfe werden einfach immer wie öfter. Das ist ein bisschen schade noch. Ah. Die Witze werden nicht besser, aber das Spiel wird schwerer. Ja, zum Glück eigentlich. Ja. So, jetzt kriegen die noch. Jetzt setze ich mal eine Power-Poke rein. Mal schauen, was der überhaupt macht. Hoffentlich kommt er nicht von oben, sonst ist der gefickt. Kommt wahrscheinlich von oben. Nope. Ja! Du hättest blocken müssen. Was soll ich das wissen? Ja, beim anderen Kuba war das ja auch schon passiert. Farbe und Hammer. Und Geld. Wie Geld. Time is money, my boy. Time is money. Oh, Hammer. Hier unten ist nix. Nope. Eindeutig nix. Das ist ein K.O. Gut gemacht. 10 von 10. E for effort. Z für schlafen. Love it. Von oben an sich raten. Ich wette, du kannst es zerquetschen. Ja, genau. Ja! Es war eigentlich klar, aber du kannst in dem Moment dich nicht mehr bewegen, nicht mehr ausweichen. Ja. Ich setze jetzt auch mal so einen Seriensprung ein. Das ist nur für einen Typ, oder? Keine Ahnung. Probier's mal. Das ist hier für mehrere Stimmen. Das ist sehr viel mehr, ich weiß nicht. Ja. Was? Ja. Also bei vielen Gegnern ist der Seriensprung gut. Ja, aber bei einem Gegner ist es ziemlich blöd. Was? Ach was du sagst. Hello, my name is Captain Obvious. And I'm here to help you. So now you know, and knowing is half the battle. Ja, die Farbe hättest du noch holen können. Schnell. Gotta go fast. Gotta go fast. So. Vielleicht kannst du auch einführen, wenn du laut bist. Ja, sonst muss ich dann nochmal runterfallen. Danke für nochmal. Ah, eine Sprungkarte, das Gefühl ist aber gut. Das haben wir nicht mehr so viel im Moment gerade. Ja, aber nicht mehr. Wir haben viel mehr Sprünge als Hammerkarten. Ja, klar, wir haben viel mehr Sprünge, weil wir auch viel mehr Hammer benutzen. Pushen. Ja, die eine Münze ist mir jetzt total egal. Aber das hier oben ist mir ehrlich gesagt weniger egal. Gut gemacht. Weil mit der Farbe immer drauf fahren Sachen. Ich muss sie ja zuerst. Dann muss nicht. Muss gar nicht mit der Farbe. Der dritte Versuch ist da. Please hang me. Ganz langsam geht doch. Ah, großer Hammer. Hammer time. Jetzt, ja, genau. So. Oh! Nanu! Nani Deska! Nanu? Sei gegrüßt, mein Herr. Rein zufällig suchen wir auch nach dem großen Farbstern. Dürfte ich vielleicht nach deinem Namen fragen und dir vorschlagen, bei der Suche nach dem großen Farbstern zusammenzuarbeiten? Hallo. Hallo, ich bin Fabian und das ist Mario. Genau, der Mario. Riesengroßer Malstern. Genau, wir suchen nach einem großen Farbstern. Hast du einen gesehen? Ich, Morton. Ja, sehr angenehm, Morton. Weißt du, wir brauchen den großen Farbstein ziemlich dringend. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass uns dieses Gespräch keine Pinselbreite weiterbringt? Mario? Mario! Kein Malstern für Mario!
Ja, zufälligerweise weiß ich, wie ich da drüber komme. Wow, er ist einfach kaputt gemacht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Typ schon mal von dir gehört hat, Mario. Diese Morden könnte uns gefährlich werden. Wir sollten vorsichtig sein. Nein. So. Die sind zusammen. Die sind zusammen, ja genau. So. Jetzt rein zufällig, denke ich. Speichern. Gute Idee noch. Ja, gut. Ja, gut gemacht. Man kann nicht runterfallen. Man kann sehr wohl runterfallen. Kann man jetzt hier runterfallen plötzlich? Ja, weil es am gleichen Dings ist quasi. Es ist alles drin, oder? Wenn's da ja, ich bin jetzt gerade an der Obduction gewöhnt. Ja, mit Papier Mike kann man auch meistens nicht runterfallen. Mhm. Los, noch. Aber sie sind jetzt wieder am Standard oben gestanden. Okay, das ist gut. Was kommt der dritte her jetzt plötzlich? Soll ich einen großen Hammer? Was macht der große Hammer? Keine Ahnung, ich würde ihn noch nie einsetzen. Greifen mit einem recht kraftvollen Hammer schon an. Trifft bei guter Erfahrung auch andere Gegner. Setz dich noch nicht ein, bitte. Weil das ist sehr gut. Wieso musst du mir nicht immer sagen, was ich machen soll? Ich kann selber entscheiden, was ich machen will. Du hast noch nicht gemerkt, oder? Nice. So. Nach oben. Weißt du, manche Mortons müssen schon einfach ein bisschen helfen. Ja. Du willst dem großen Hammer helfen? Ich hasse mich gerade. Ja, mit dem großen Hammer hätte es geklappt. Wieso? Nee, weil wenn du großen Hammer kennst, ist auch. So. Ich glaube nicht, dass Morten so schnell zu besiegen wird. Nein, wahrscheinlich nicht. Guck mal, die haben gerade den Platz geschnitten. Maskenattacke, die haben gerade Platz gewechselt. Die haben sie nicht. Wirklich der Rote nicht? War immer hinter. Ich bin schade, dass ich nicht einfach anstatt mich schützen kann, mich schlagen kann. Ja, ganz ehrlich. Ups. Ja, na, zum Schirm rein. Kamerad! Aufdecken. Ja, ein Zweier. Das ist gut eigentlich. Ja. Aber wir warten noch. Ja, was geht's? Los geht's. Das Level ist auch recht lang. Vor allem, wenn man wenn man alle Gegner macht, dann ist man ewig dran. Wir sind schon knapp 5. Ja, es ist so komisch, wenn man plötzlich runterfallen kann. Ganz ehrlich, das ist Inkonsistenz im Spieldesign. Das finde ich ein bisschen blöd. Nee, also macht schon Sinn. Draußen kann man nicht runterfallen, aber drin schon. Wieso gibt es keinen Sinn, dass man draußen nicht runterfallen kann? Ich wollte genau dem ausweichen, dafür bin ich runtergefallen. Jetzt flüchte ich einfach, du passt mich mal. Leider nicht, ich hab die Fresse geflogen. Ja, in anderen Spielen würde jetzt. Ja, weil ich hier oben einfach gespeichert vorne hätte ich einfach nochmal neu laden können. Genau, deswegen habe ich es ja auch vorgeschlagen. Muss weiter. Ja, gut. Das ist das, was ich einfach machen wollte. So, jetzt müssen wir hier die Treppe ausschneiden. Ich finde schade, dass hier immer noch nichts auf dem. Ja, ich finde, es ist eigentlich cool, aber irgendwie ist nervig. Ja. Weil ich mag es, das Spiel sieht zwar sehr gut aus, aber ich sehe es ja sonst eigentlich auch nicht auf dem Unterbild. Ich sieht mir irgendwie als nach Boss. Vor allem,